Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute wieder ein Adventskalender-Unboxing für euch. Und zwar habe ich hier einmal den Bäcker Adventskalender. Das ist übrigens der erste von insgesamt vier, den es gibt. Ich habe mir aber ehrlich gesagt nicht alle vier bestellt. Das hier ist der ganz normale Damen-Adventskalender für 79,99 €. Den Deluxe habe ich auch noch bestellt und den Herren habe ich auch bestellt. Den Deluxe zeige ich euch auf jeden Fall noch, den Herren wahrscheinlich nicht. Sonst ja, wird mein Schatz sich wieder ein bisschen darüber ärgern, weil ich habe das letztes Jahr ja auch so gemacht, da ich den ausgepackt habe und ihm den dann im Anschluss gegeben hat. Und dann hat er gesagt, ach, er wollte den Kalender zuerst auspacken. Deswegen, da weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Den Deluxe werdet ihr aber auf jeden Fall auch bei mir sehen. Wie gesagt, das ist der ganz normale. 79,90 € kostet er, habe ich ja eben schon gesagt. Wir schauen jetzt hier gleich mal rein, weil letztes Jahr war ich von diesem Bäcker Adventskalender so begeistert und ich hoffe, die Begeisterung ist ja auch dieses Jahr wieder so am Start. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Und wenn euch das Video gefällt, freue ich mich natürlich auch immer über ein Däumchen nach oben. So, ich würde sagen, ich hole den jetzt mal aus der Verpackung raus. Man kann den, das sieht man hier, ach, jetzt sieht man es aber nicht so gut, man kann den auf jeden Fall auch hinstellen. Das werde ich aber nicht machen, weil ich hatte das mal, dass ich so einen Kalender mal hinstellen wollte und dann kam mir alles entgegen. Ich zeige euch den jetzt hier aber mal ganz, ganz vorsichtig, bevor hier gleich alles rausfällt. Wie gesagt, 24 Türchen hat er, ist ein wiederverwendbarer Adventskalender. Ich muss sagen, der Herrn und auch der Deluxe haben dieses Jahr das gleiche Design. Das war letztes Jahr wohl nicht so, wenn ich es richtig im Kopf noch habe. Aber wie gesagt, ich gucke mal, ob ich es euch vielleicht zeigen kann. Man kann den hier hinten auf jeden Fall aufstellen. Aber ich mache das so, ich lege das auch wieder einfach neben mich hin und gehe jetzt gleich Türchen mit euch einmal zusammen durch. Und ich würde sagen, wir starten wie gewohnt mit der Nummer 1. Und ich bin echt mal gespannt, ob der genauso toll sein wird wie letztes Jahr. Hier haben wir die Nummer 1 einmal. So, in der Nummer 1. Und ich sage, das geht schon richtig gut los. Wir haben nämlich hier von Ritual of Sakura, Home Perfume, Rice Milk und Cherry Blossom. Da haben wir 50 Milliliter. Und jeder, der mich kennt, der weiß und ja, meine Videos schaut, der weiß, dass ich diese ganzen Rituals-Produkte total gerne mag. So ein ja, Home Perfume hatte ich, soweit ich weiß, aber bisher noch nicht. Und deswegen finde ich es cool, dass jetzt hier einmal eins drin ist. Ritual of Sakura, ganz, ganz toller Duft von ganz, ganz vielen, ja, auch der Lieblingsduft. Und ja, finde ich cool, dass das jetzt auf jeden Fall in der Nummer 1 war. Auf jeden Fall schon mal ein schönes Produkt. Wir machen weiter aber mit der Nummer 2. So, das ist was Kleineres und ich hoffe natürlich auch bei diesem Video wieder auf jede Menge Miniaturen. Die Nummer 2 haben wir einmal hier. So, schauen wir doch mal, was sich hier drin verbirgt. Von Klinik etwas, das konnte ich eben schon lesen, das will nicht so aus der Verpackung gerade raus. Und zwar haben wir hier von Klinik Moisture Surge, steht es auch auf Deutsch, nein, 15 Milliliter von einer Creme, Moisturizing, also eine Moisturizing, hier steht es, 100 Stunden Autorehydratisierende Gelcreme. Also ich würde sagen, das ist halt Gesichtscreme, ne? Kann man morgens und abends anwenden. Wie gesagt, 15 Milliliter haben wir hier von drinne. Klinik sind tolle Produkte, also Klinik hat wirklich tolle Produkte, mag ich total gerne. Und ja, so eine Creme kann man auch auf jeden Fall gebrauchen. Ich bin mal gespannt. Ich weiß, dass es hier bestimmt schon das ein oder andere Unboxing von dem Kalender gab. Aber letztes Jahr ist mir auch aufgefallen, ich habe mir natürlich auch das ein oder andere angeschaut. Und die sind nicht immer unbedingt gleich bestückt. Also ich weiß nicht, ob das dieses Jahr genauso ist, dass die Türchen mal ein bisschen anders bestückt sind. Wie gesagt, aber ich freue mich natürlich, dass ihr hier mein Unboxing auch anschaut. Und wir machen auch ganz, ganz schnell weiter mit der Nummer 3. Die Nummer 3 haben wir hier einmal. So, und hier haben wir was ein bisschen Kleineres drin. Und zwar habe ich hier von Elizabeth Arden Retinol und HPR Ceramide. Noch eine Creme, Aqua Cream Regeneration. Ja, es ist halt so eine kleine Creme, so ein Sample, würde ich sagen. Ne? Also, oder Reisegröße, wie man so schön sagt. Ja, bei Elizabeth Arden ist, glaube ich, auch nicht ganz so günstig. Und wir haben hier drinne 5 Milliliter. Ich gucke mal, ob hier hinten noch irgendwas draufsteht. Regenerierende, feuchtigkeitsspendende Creme mit Soforteffekt. Ja, gut. Kann man auch gebrauchen, kann man es mal ausprobieren. Und wenn es einem gefällt, kann man es natürlich wie immer nachkaufen. Die Nummer 4. Ja, ich musste gerade gucken, ob wir wirklich bei der Nummer 4 sind. Und die Nummer 4 ist richtig, richtig groß. Schaut mal her, und die ist auch echt schwer. Und, oh, hier haben wir nochmal irgendwas Eingepacktes drinne. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich erwarte jetzt was richtig Gutes, weil wenn es schon eingepackt ist, dann muss es hier... Wow, ach du Scheiße, da ist schon ein Produkt abgehauen. Und wir haben hier 5
Produkte drin, Leute. 5 Produkte in einem Türchen, also ganz ehrlich. Ja, fangen wir doch mal an, oder? Wir haben hier zuallererst von Biotherm Live Plankton Elixier. Das ist ein Regenerating Serum mit 7 Milliliter. Das hatte ich auch schon das ein oder andere Mal und mir gefällt dieses Serum richtig, richtig gut. Aber es ist ja nicht das erste Produkt. Es geht weiter mit jeder Menge Biotherm-Produkte, finde ich richtig cool. Und zwar haben wir hier einmal Hydration 48 Stunden, eine Body Milk 40 Milliliter, was für den Körper. Finde ich auch richtig cool. Dann haben wir, sind jetzt übrigens so Biotherm-Produkte, das weiß ich gar nicht, ob ich eben schon mal gesagt hatte, ein Aquasource Hyra Plump Gel, also Moisturizing Gel für normale bis Mischhaut, 20 Milliliter. Ja, es geht aber weiter. Und zwar, dann haben wir hier noch ein Night Spa, ein Triple Spa Effekt Night Balm, also noch eine Creme für die Nacht. Auch richtig cool, oder? Also, das überrascht mich, dass jetzt wirklich hier in einem Türchen 4 Produkte drin sind. Dass man in einem Türchen bei einem Kalender mal 2 Produkte drin sind, das kennen wir ja, aber 5, das ist schon krass, das ist echt krass. Und dann haben wir hier noch Micellenwasser drin, Express 2 in 1, All Skin Types, even also auch für sensitive Haut, 30 Milliliter. Ja. Boah, wie geil ist das denn, oder? Wir haben jetzt hier, wie gesagt, haben was für den Körper, dann haben wir ein Serum, dann haben wir, ich würde sagen, Nachtcreme. Dann haben wir hier so ein Gel, das kann man bestimmt morgens und abends anwenden. Ja, genau. Und Micellenwasser und wie gesagt, für den Körper. Richtig tolles Türchen. Also wie gesagt, 5 Produkte in einem Türchen alleine. Wow. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Nachdem die Nummer 4 hier jetzt so ein Knallertürchen war, hoffe ich natürlich, dass es dann auch so knallermäßig weitergeht. Wir machen jetzt einmal weiter mit der Nummer 5. Die habe ich hier. So, schauen wir doch mal, was sich hier drin Schönes verbirgt. Ui, ich sehe was Gutes. Und zwar haben wir hier von Michael Kors Pour Femme Eau de Parfum, eine kleine Miniatur mit 5 Milliliter. Guck mal, wie cool ist das denn bitte? Und ja, ich oder die meine Videos verfolgen, wissen, ja, ich sammle diese Parfüm-Miniaturen. Es kommt auch definitiv noch ein Video dazu, wo ich euch mal meine Parfüms zeige. Auf jeden Fall, ja. Schaut mal, so sieht die Miniatur aus. Den Duft, der sagt mir jetzt nichts, deswegen rieche ich doch da mal dran. So. Ja, der riecht nicht schlecht. Wie gesagt, ich kann ja an sich jetzt so keine Düfte beschreiben, das wisst ihr ja, aber finde ich nicht schlecht. Also wie gesagt, schöner Duft und ich finde auch eine Miniatur kann man immer gut gebrauchen. So, wir machen weiter mit den Nikolaustürchen. Nikolaus, die Nummer 6, haben wir ein längliches Türchen. Jetzt schauen wir doch mal, was sich hier... Oh, wieder 2 Produkte, wow. Wir haben ja 2 Produkte drin, ne? In der Nummer 6. So, wir haben hier einmal von Annemarie Berlin. Natto Kollagen Boost, ein Gesichtsfluid mit 5 Milliliter. Ja, ein Gesichtsfluid, nicht schlecht. Kann man auch mal gebrauchen. Ich glaube sogar, das habe ich jetzt noch einmal da, wenn mich nicht alles täuscht. Und nochmal was von Biotherm. Und ich mag die Biotherm-Produkte ja wirklich echt gerne. Und zwar Anti-Bump Body Serum. Peeling and Resurfacing Body Serum 50 Milliliter. Gucke ich jetzt auch gleich nochmal, was hier hinten drauf steht. So sieht es einmal aus. Da steht dabei, nicht auf das Gesicht auftragen. Ja gut, aber ich dachte eigentlich, weil die haben jetzt hier Anti-Bump Body Serum, Peeling and Resurfacing Body Cream. Body Serum, also ich würde es, weiß ich nicht, ich hatte halt deswegen ein Peeling ein bisschen gewundert. Es ist auf jeden Fall Body Serum. Jo, kann man auch auf jeden Fall gebrauchen. Der Körper muss ja auch immer gepflegt werden. Schönes Nikolaustürchen, würde ich mal sagen. Es geht weiter mit der Nummer 7. Die Nummer 7 haben wir einmal hier unten. Das ist doch... Oh Leute, wir haben hier wieder mehr als ein Produkt drin. Oh mein Gott. Also der Kalender lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben hier 3 Produkte drin. Einmal von Declare oder Declaré, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Da habe ich jetzt erst vor kurzem auch wieder was leer gemacht. Age Control Kollagen Elastin Booster. Line Filler Firming Serum, ich weiß gar nicht, also straffendes Line Filler Serum, ich weiß gar nicht, ob ich das sogar noch einmal da habe. 15 Milliliter, Nummer 1, also ein Serum, ne, von Declaré. Dann haben wir von Shiseido Ginza so ein, ja, so eine Miniatur, also beziehungsweise eine Probe. Ja, sowas einzeln in Türchen will natürlich immer keiner haben, aber wenn da noch 2, 3 andere Produkte dabei sind, ist es nicht schlecht. Ich sprühe mir gerade das hier mal auf, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Duft ist, den ich nicht mag, den ich schon mal gerochen habe. Ja, ist halt unbedingt mein Duft.
Also ich mag die Shiseido Produkte, ja, aber die Parfüms von denen bin ich jetzt nicht unbedingt der Fan davon. Auf jeden Fall haben wir das auch nochmal dabei. Finde ich auch nicht schlecht. Und wie gesagt, dann haben wir noch ein Produkt, nochmal von Shiseido. Uplifting and Firming Express Eye Mask. Also es sind Augenpads, sag ich mal, aber große. Also die sind wirklich richtig groß. Die hatte ich schon mal, sind auch echt nicht schlecht gewesen. Die sind die knallen halt hier wirklich voll drunter. Also nicht so wie die normalen Augenpads, so schmal halt. Die sind halt echt wirklich richtig breit, ne? Auf jeden Fall, ja, auch nochmal cool, dass sie jetzt wieder drei Produkte in einem Türchen drin hatten. Und da komme ich dann auch immer ein bisschen durcheinander. Ja, da war ich irgendwann gar nicht mehr, bei welcher Zahl wir überhaupt sind. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, wir sind jetzt bei der Nummer 8, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir sind bei der Nummer 8. Weil normalerweise, wenn jetzt hier 8 Produkte stehen würden oder 7, ne, wisst ihr, wir sind bei der Nummer 8. Aber dadurch, dass wir jetzt ja schon mehrmals mehr als nur ein Produkt drin hatten, kommt man da ein bisschen durcheinander. So, wir machen weiter mit der Nummer 8, wie gesagt. Und das ist hier oben, ist auch wieder ein großes Türchen. Ich bin echt immer gespannt. Doch, hier haben wir aber nur ein Produkt drin. Ne? Ich dachte eben schon. Wow, und zwar von Estee Lauder, die Daywear. Multi-Protection Antioxidant Sheer Tint Release Moisturizer für alle Hauttypen, 30 ml. Ja, geil. Also die Estee Lauder Produkte sind ja auch nicht schlecht, die sind auch nicht so günstig. Intensiv geschützte, getönte Gesichtspflege mit Antioxidantien und Lichtschutzfaktor 15. Ja, auch nicht schlecht. Richtig cooles Produkt, oder? Also wie gesagt, mir macht der Kalender echt Spaß. Muss ich dazu sagen, also wirklich. Und für den Preis kann man sich nicht beschweren, weil wir haben für den Preis oder auch für teurere oder für Kalender, die mehr kosten, haben wir nicht so einen tollen Inhalt. Und vor allem, wir haben auch teilweise echt nicht Türchen, die doppelt oder dreifach oder fünffach bestückt sind. Wir machen weiter mit der Nummer 9. Die 9 hat A Golden Tan Maximizer After Sun Lotion von Lancaster. Bräuchte ich jetzt persönlich, ehrlich gesagt, nicht in einem Adventskalender. Weil im Dezember, ja gut, außer man fährt jetzt in den Urlaub oder so, ja, scheint ja die Sonne nicht mehr so krass. Aber, ja, kann man sich dann einfach für den nächsten Urlaub aufheben, ne? Wenn man es zulässt, 50 ml sind hier von drinnen, dann hält sich das Produkt, gehe ich mal, stark von außen ein bisschen länger. Ja, bis zu einem Monat längere Bräune nach dem Sonnenbad und nach ihrem Urlaub großzügig auf Gesicht und Körper auftragen. Ja gut, vielleicht denken die ja auch, okay, nach Weihnachten, Anfang des neuen Jahres fahren die Leute nochmal in den Urlaub. Da macht es schon Sinn, aber für mich persönlich, ich bräuchte es jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt in dem Adventskalender. Jo, ist jetzt halt drinne, kommt einmal ins Backup, darf dann im nächsten Sommer einfach nach draußen. Wir machen weiter mit dem nächsten Türchen. Ich habe hier einmal die Nummer 10 für euch und dann, doch, hier raschelt es auch. Ach gut, es darf natürlich auch immer nicht fehlen. Und zwar haben wir hier halt so einen typisch roten Nagellack, ne? Crystal Glow Nail Enamel von Garde, 13 ml. Ja, bräuchte ich jetzt persönlich nicht, um ehrlich zu sein. Ist halt auch so ein Standardprodukt in einem Adventskalender. Würde ich nur für die Füße benutzen, ne? Aber ich habe den ein oder anderen roten Nagellack, deswegen werde ich den hier auf jeden Fall mal weitergeben. Aber rote Nägel, vor allem in der Weihnachtszeit, mag ich echt total gerne, gefällt mir richtig gut. Und ja, ist halt so ein Standardprodukt für den Adventskalender. Wir machen weiter mit der Nummer 11. Ich habe eben schon mal parallel geguckt, wo die ist. Die ist auch relativ schwer. Schon wieder zwei Produkte, Leute. Wirklich, ich kann euch diesen Kalender echt empfehlen, gell? Wirklich. Und zwar haben wir hier wieder zwei Biotherm-Produkte. Das finde ich richtig cool. Wir haben hier 50 ml von einer Cleansing Shower Milk. Also ich sag mal, typisch Duschgel, ne? 50 ml. Und passend dazu haben wir nochmal eine Anti-Drying Body Milk. Ja, 50 ml. Wie gesagt, also die Body-Produkte oder generell die Biotherm-Produkte sind echt schön. Mir gefallen die echt total gut. Und ich finde es cool, dass sie jetzt hier halt auch zwei Produkte einmal reingepackt haben und natürlich auch zwei Produkte, die super gut zueinander passen. Finde ich richtig cool. Aber wie gesagt, jeweils 50 ml war die Nummer 11 und wir machen weiter mit der Nummer 12. Ich weiß es nicht, das hört sich auch schon wieder so verdächtig an, gell? Oh mein Gott. Okay, also ich schwör's euch. Der Kalender ist richtig geil. Wir haben hier drei Produkte drin und zwar von Dior. Wie gesagt, man kann jetzt, wenn die hier drei Produkte reinpacken, keine Originalgrößen erwarten. Mache ich auch nicht, weil ich finde es allein schon geil, dass sie hier dann drei Produkte reinpacken. Da können sich wirklich andere Adventskalender
Firmen oder ja, die dahinter stecken, sich echt eine Scheibe von abschneiden. Wir haben, ich muss jetzt hier selber erstmal gucken, was wir haben. Wir haben ja einmal Capture Total Laserum oder Leserum von Dior, 5 ml. So, ein Serum von Dior. Aber wie gesagt, das ist das einzige Produkt. Und wenn die halt hier auch mehrere Produkte reinpacken, bin ich persönlich auch nicht schade drum oder bin ich nicht traurig drum, wenn jetzt hier auch kleinere Größen drin sind, ne? Das auf gar keinen Fall. Serum für Gesicht und Hals. Gut, wir haben hier schon mal ein Gesichtsserum von Dior, wie gesagt. Dann habe ich hier Forever Skin Glow, 2,7 ml. 24 Hours Wear Radiant Foundation. Okay, wir haben hier eine Foundation Farbe 1N. Muss ich gucken, ob das meine Farbe ist. Ich lasse nochmal zu. Ich gucke da mal in Ruhe. Wobei, ja, ich hoffe, die ist nicht zu hell und die ist nicht zu dunkel. Dann könnte sogar was für mich sein. Ich habe das eben rausgeholt, weil ich dachte, man sieht es vielleicht auf der Umverpackung leider nicht. Und dann habe ich hier noch ein Produkt drin. Und zwar 1,5 Gramm von einem Couture Color Lipstick in der Farbe 100 Nude Look Matt. Oh mein Gott. Ich komme da nicht klar auf diesen Kalender. Guck doch mal, wie geil sieht das denn bitte aus. Sehr schön. Schau mal her, kein typischer roter Nagellack, sag ich schon. Lippenstift, ne? Richtig tolle Farbe. Wie gesagt, also finde ich cool. Wir haben jetzt hier drei Dior-Produkte drin. Wie gesagt, keine Originalgröße, ne? Eher so ein Sample, würde ich jetzt sagen. Aber ich finde es schön. Also wie gesagt, ein Serum, eine Foundation, wo ich gucken muss, ob das meine Farbe ist, und ein Lippenstift in einem Türchen. Ne? Gefällt mir richtig gut. Und wie gesagt, ich komme so durcheinander, ja, bei welchem Türchen wir sind. Aber ich gucke, ja, wir sind bei der Nummer 13. Bisschen verwirrt, aber gut. Hier, Nummer 13 haben wir hier einmal. Aber bei so vielen Produkten kann man auch ein bisschen durcheinander kommen, oder? So, sehe ich schon an der Farbe. Und zwar Estee Lauder haben wir nochmal drin. Day Wear Eye. Also wir hatten hier vorhin schon die Gesichtscreme. Jetzt haben wir hier passend dazu noch die Augencreme. Die hatte ich auch letztes Jahr schon in dem einen oder anderen Adventskalender drin. Ja, ist eine schöne Augencreme. 3 ml haben wir hier von drinnen. Gut, da steht halt jetzt auch wieder Not for Sale drauf. Aber ganz ehrlich, bei dem Kalender stört es mich jetzt überhaupt nicht. Kühlende Feuchtigkeitsgelcreme mit Antioxidantien. Ja, sehr schönes Produkt auch wieder, oder? Was meint ihr? Wir machen weiter mit der Nummer 14. In der Nummer 14 habe ich von Rituals was drin. Und zwar von The Ritual of Ayurveda Balancing Body Cream mit 70 ml. Ja. Noch ein Rituals-Produkt hat, wäre schon in der Nummer 1 drin. Aber ich finde auch das hier wieder super passendes Produkt. Rituals-Produkte gehen auch immer. Und so halt so eine Bodycream passt jetzt auch super in die Adventszeit. In die Winterzeit, da kriegt man sich ja normalerweise sowieso mehr ein. Ja, finde ich schön. Da freue ich mich auf jeden Fall auch drüber. Ne, der Kalender wirklich, Leute, der macht echt Spaß. Wir machen weiter mit der 15. Ich rasche da jetzt immer. Ne, hier haben wir ein Produkt drin, ne? Und zwar von Lancôme, das Advanced Genifique Youth Activating Concentrate mit 7 ml. Jo, das ist halt auch so ein alter Bekannter, gell? Ich kann euch das jetzt gerade nochmal zeigen. Wir haben hier drin, habe ich eben gesagt, ja, 7 ml. Das ist so ein typisches Adventskalenderprodukt, aber ich finde es echt nicht schlecht. Mir gefällt es. Wie gesagt, so sieht es einmal aus. Ne? Tolles Produkt. Kann man dann einfach mal testen. Kann man natürlich auch schön weiter verschenken. Ja. Und hier steht auch noch drauf, geeignet für sensible Haut. Wollte ich eben nochmal nachschauen. Genau, und das ist halt auch ein tolles Produkt. Also das kennen aber bestimmt viele von euch schon. So, wir machen weiter mit der Nummer 16. So, die haben wir hier, da ist bestimmt eine Miniatur drin, ne? Nee. Könnte von der Größe her passen. Jetzt kriege ich das Türchen gar nicht auf. Ich bin hier komplett aufgeregt wegen dem Kalender, ey. So, von Lancôme. Genifique Youth Light Pearl. Eye und Lash Concentrate. Ich musste gerade mal schauen. Ein bisschen verwundert. Ich hatte eben schon, zweimal die gleichen Produkte hintereinander. Aber ist nicht so. Jo. Von Lancôme, wie gesagt, Augen- und Lash Concentrate. Not for individual cell. 5 ml. Das kenne ich noch gar nicht. Ja, muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall auch ein interessantes Produkt, oder? Ja, richtig cool. Also wirklich. Ich finde, der Kalender bisher... Und mein Fazit gibt es sowieso am Ende, wie immer, gell? Es geht weiter mit der 17. Die 17 haben wir hier. Es klappert. Gucken wir doch mal rein. So, hier haben wir von Clara auch ein Produkt, das ich schon das ein oder andere Mal hatte. Und zwar ein Cleansing Micellenwasser mit 50 ml. So sieht es einmal aus. Ja, Micellenwasser. Ja, kann man auch gebrauchen, oder? Also von daher,
Auch auf jeden Fall ein nützliches Produkt. Wir machen weiter mit der Nummer 18. Die habe ich hier. Die ist irgendwie, die klappert auch schon wieder. Bin ich da auch mal gespannt. Schon wieder mehr als ein Produkt drin, wirklich, Leute. Und zwar habe ich hier, ist es das gleiche? Nee. Dr. Eckstein, keine Ahnung, die Marke kenne ich nicht. 20 ml Hydrasilk Tomatic Supreme, eine Gesichtscreme. Pflegende Nachtcreme. Okay. Pflegende Nachtcreme für feuchtigkeitsarme, müde, gestresste Haut. Ja, das ist auch genau das Richtige, was ich immer mal gebrauchen kann. Haben wir einmal hier. Ne? Wie gesagt, eine Nachtcreme. Und dann habe ich nochmal von Dr. Eckstein 20 ml Facial Balm. Das ist bestimmt eine Tagescreme. Genau, leichter Tagesbalsam für feuchtigkeitsarme, müde und gestresste Haut. Ja, richtig cool. Also wir hatten wieder zwei Produkte drin. Und ich finde es cool, dass sie jetzt halt, wie gesagt, hier von Dr. Eckstein einmal eine Tages- und einmal eine Nachtcreme reinpacken. In ein Türchen, weil es gibt auch Firmen, die würden sowas in zwei verschiedene Türchen reinpacken. Ne? Denkt da dran. Wie gesagt, 80 Euro knapp für den Kalender. Lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Wieder zwei Produkte. Wir machen weiter mit der Nummer 19. Und hier fehlt irgendwie mir noch so ein, noch 1, 2, 3, 4, 5 Miniaturen. So, die Nummer 19. Ach, jetzt habe ich es doch gerade gesagt, ne? Es hat auch irgendwie gepasst. Und zwar haben wir hier eine Miniatur. Idol, also Lancôme Idol, 5 ml. Das ist auch ein toller Duft. Da habe ich auch schon die ein oder andere Probe von gehabt. Ach, süß, der Flakon, der wollte ich gerade wieder verabschieden. So, ich zeige euch das jetzt auch mal so. Sieht der aus? Ne? Voll toll. Ich mache es auch gerade mal auf, weil das bleibt sowieso bei mir, das weiß ich. Ach, dieser Duft. Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein toller Duft. Gefällt mir richtig gut. Und der kommt natürlich auch schön zu meinen anderen Miniaturen. Genau. Wie gesagt, noch eine Miniatur. Aber wegen mir können sie noch ein paar da reinpacken. Es geht weiter mit der Nummer 20. Immer wenn ich so gucke, dann wisst ihr, dass halt mehr als ein Produkt hier drin ist. Und zwar, das finde ich auch wieder cool, muss ich sagen. Wir haben hier von Marlies Müller, ja, von Marlies Müller wieder zwei Produkte drin. Marine Moisturizing Shampoo, also mit 30 ml. Und Marine Moisture Conditioner mit 30 ml. Finde ich auch cool. Habe ich ja eben bei dem anderen Türchen schon gesagt. Wir haben hier wieder zwei aufeinander abgestimmte Produkte in einem Türchen drin, ne? Und andere würden es, wie gesagt, in zwei verschiedene reinpacken. Richtig cool, gefällt mir richtig gut. Shampoo, Conditioner kann man gebrauchen. Finde ich cool, dass sie jetzt, wie gesagt, hat ja auch von einer Linie was reingepackt haben. Kann man einfach mal testen und wenn es einem gefällt, wenn es für die Haare was ist, kann man es natürlich nachkaufen. Ja, nee, wirklich. Also Shampoo völlig in Ordnung, solange wir jetzt 150 Shampoos drin haben. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Hier, die Nummer 21. Und hier haben wir drinne Easy Juvia Shower 50 ml. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Das ist, ich würde sagen, halt ein Shower-Gel, ne? Mir sagt die Marke nichts. Also ich kenne das gar nicht. Ist auf jeden Fall ein Duschgel. Ich mache das gerade auf. Ich will mal wissen, wie das riecht. Geht das? Ja. Hat so einen ganz, ganz leichten Duft. Also ich rieche hier doch jetzt. Am Anfang habe ich nichts gerochen. Das riecht, weiß ich nicht, nach irgendeinem Parfüm, das ich kenne, so ein bisschen so, aber jetzt nicht zu intensiv. Auf jeden Fall ein ganz, ganz angenehmer Duft. Ja, ein Schauergel von, ich gucke gerade nochmal, 50 ml. Hier oben steht sie drauf. Ja, kann man auch auf jeden Fall gebrauchen. Wir machen weiter mit der Nummer 22. Bin ich mal gespannt. So, was auch nicht fehlen darf auf jeden Fall. Von Lancôme haben wir hier La Vie C'est Belle, die Body Lotion drin, 50 ml. Ja. La Vie C'est Belle, toller Duft, habe ich ja auch das Parfüm, habe auch eine Miniatur davon. Ja, toller Duft, kann man definitiv gebrauchen. Finde ich cool, dass sie jetzt hier ja, die Bodylotion davon reingepackt haben. So, wir kommen zum vorletzten Türchen. Hier haben wir es. Gucken wir mal. Okay, wir haben wieder nur ein Produkt. Jetzt reicht es aber. Also wir haben echt viel. Das ist eine richtig krasse Ausbeute jetzt, gell? Nochmal von Clinique Moisture Surge Lip. Also für die Lippen würde ich jetzt sagen. Hydration, steht ja auch irgendwo auf Deutsch drauf. Ja, aufpolsternde Feuchtigkeitspflege für die Lippen. Intensive aufpolsternde Feuchtigkeitspflege für Tag und Nacht. Bei mehrfacher Anwendung wird die Trockenheit gelindert und der Multitasker, ja, sorgt für glatte, weiche und taufrisch gepflegte Lippen. Ja, eine Lippenpflege trage ich mir abends ja auch immer auf, bevor ich ins Bettchen gehe. Ne? Ich brauche das hier einfach, ist klar,
tagsüber auch. Finde ich cool. Klinik, wie gesagt, kann man auch gebrauchen. Die Produkte sind echt toll. Super, Nummer 23. Jetzt kommen wir zu der Nummer 24. Und ich bin echt mal gespannt, was uns hier drin jetzt erwartet. Ey, wirklich. Okay. Wir haben hier was Großes. Wir haben hier was von Escada Fragrance drin. Keine Ahnung, ob wir jetzt hier einen Escada Duft drin haben. Auf jeden Fall würde ich sagen, es ist so ein kleines Täschchen. Die machen es hier aber echt spannend. Also wir haben, ich zeige es euch gleich. Wir haben jetzt hier erstmal so ein kleines Täschchen. Ja, kann man halt so ein Pop Kleingeld oder so raus mal reinpacken, wenn man unterwegs ist. Dann haben wir hier was von Sensai. Extra nochmal eingepackt und ihr wisst, die Sensai-Produkte sind echt teuer. Und ja, das ein oder andere Produkt habe ich leider von denen immer nicht vertragen. Aber ich probiere mich doch da immer wieder ran, weil ich jetzt dann doch das ein oder andere Sensai-Produkt habe und an sich die Produkte auch echt gerne mag. Und wir haben hier zwei Sachen drin. Wir haben hier einmal, würde ich sagen, das ist so ein Pinsel. Ja, ich lasse es nochmal so, aber auf jeden Fall hier so ein Pinsel. Ne? Jo. Okay, und dann haben wir noch ein Produkt und zwar hier Glowing Base mit Lichtschutzfaktor 10, 2 ml. Also das finde ich ganz cool, dass sie jetzt hier eine Base und einen Pinsel zusammen reingepackt haben. Jetzt guck mal, ich bin mir nur nicht sicher, wenn das nicht mal eine Farbe ist. Glowing Base, wobei, das ist ja ein Base Make-up Primer. Ja, das ist ja auch egal, welche Farbe der hat. So ein bisschen verwirrt schon wieder. Ja, gut. Dann wird es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich hoffe, ich vertrage das Produkt. Lichtschutzfaktor 10, wie gesagt. Und den Pinsel haben wir halt auch dabei. Und ich war nur eben ein bisschen verwirrt, weil die haben hier ein Escada-Täschchen und Sensai-Produkte reingepackt. Ja, aber gut, was soll's. Ja, also ihr Lieben, ihr habt es bestimmt eben schon mitbekommen, während ich den Kalender mit euch ausgepackt habe. Ich muss sagen, der ist richtig, richtig geil. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Für gut 80 Euro kriegt man hier jede Menge tolle Produkte. Ich bin so überrascht, auch dass wir hier mehrere Türchen haben, die nicht nur zwei Produkte drin haben. Oder nicht nur eins, sondern die haben zwei, dann haben sie drei und die haben sogar fünf Produkte in ein Türchen reingebracht, was nicht mal die Nummer 24 und nicht mal die Nummer 6 war. Und ich finde es so krass. Also wirklich, mir gefällt der Kalender so, so gut. Und ich finde, natürlich 80 Euro ist auch wieder ein Haufen Geld, muss ich so sehen. Ist ein guter Wocheneinkauf bei uns, es ist wirklich so, mittlerweile ist sowieso alles teurer geworden. Aber wenn man einen Kalender sucht, über den man sich freut, wenn man Freude hat beim Auspacken, der ist es auf jeden Fall. Der ist es wirklich. Und mir gefällt der Kalender richtig, richtig gut. Ihr müsst halt mal gucken, ich kann euch das gerne nochmal unten reinschreiben, ob der aktuell noch verfügbar ist oder nicht. Weil die sind teilweise schnell ausverkauft, dann werden sie wieder nachproduziert, ne? Ihr wisst, wie das ist. Kann ich euch gerne mal reinschreiben, wenn ich das Video hier online stelle. Ansonsten freue ich mich natürlich über euer Feedback zu dem Kalender. Also ich finde, das ist wirklich mit der beste Kalender, wirklich, den ich hier ausgepackt habe. Für das Geld lohnt sich auf jeden Fall meiner Meinung nach. Wir haben jetzt hier, ich weiß nicht, wie viele Produkte stehen, auf jeden Fall über 30, würde ich locker sagen. Zwischen 30 und 40, um es mal ganz grob zu sagen, ich bin jetzt zu faul, alles nachzuzählen. Aber es ist ein echt mega krasser, geiler Kalender. Natürlich würde ich mir wünschen, wenn die vielleicht jetzt ein oder andere Duftminiatur zusätzlich auch reingepackt hätten. Ich will mich aber wirklich überhaupt nicht beschweren. Hammer, geiler Kalender, muss ich so sagen. Ich bin total begeistert. Und ja, ich bedanke mich jetzt bei euch einmal fürs Zuschauen. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Bis dahin. Tschüss.